Ich habe mit einem Praktikum bei der OV angefangen und nachher, weil es mir so gut gefallen hat, als freie Mitarbeiterin weitergearbeitet. Dann kam irgendwann die Idee auf, sich vielleicht auch für das Volontariat hier bei der OV zu bewerben. Habe ich dann gemacht und glücklicherweise wurde ich dann genommen. Wir Volontäre werden unterschiedlich eingesetzt. Das bedeutet entweder als Reporter, in der Planung am Tisch oder im Spätdienst. Beispielsweise als Reporter ist man unterwegs, fängt Geschichten ein, spricht mit Menschen und kann sich einfach richtig für die Dinge begeistern. Auch in der Produktion macht es Spaß, die Texte, die wir bekommen, aufzuhübschen, irgendwie peppige Überschriften zu finden, schöne Einstiege, die Nachricht nach vorne. So wirkt man eben zusammen, damit man eine tolle Ausgabe jeden Morgen auf dem Tisch hat. Natürlich ist es auch sehr gern gesehen, wenn man ein Studium vorweisen kann. Aber ich hatte halt nur ein Abitur und habe mich hier auch wunderbar entwickelt, wie ich finde. Und deswegen kann man auch viel hier lernen. Aber man muss offen sein für den Beruf und man muss Spaß haben am Schreiben und Freude und Interesse an Menschen. Mir gefällt die Abwechslung unheimlich gut. Also, ob ich jetzt Videos drehe oder ob ich was schreibe oder Fotos mache, ich habe immer mit anderen Menschen zu tun, auch bei uns an der Produktion. Es sind immer andere Dinge. Es kann sein, dass abends um 8 Uhr noch irgendwo ein Anschlag passiert. Das müssen wir aktualisieren können. Wir müssen mit der Agentur arbeiten können. Es ist so vielfältig und dass ich morgens aufstehe und nicht weiß, wie der Tag wird, das ist halt auch was Tolles.